Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Star Revenge 2.0 Redone. Und wir wollen heute in Level 2 schauen, denn da befindet sich der Wingcap Palace und einige weitere Sterne. Hier ist übrigens Bowser drin, der erste Bowser. Da kommt man mit 20 Sternen rein, deswegen können wir da noch nicht hin. Und hier geht es Richtung Level 2. Das Ganze wird ein Pilzlevel. Und Level 2 ist wirklich das Lieblingslevel von mir aus diesem Hack. Und es gehört auf jeden Fall Mitte meine Top 10 of all time. Wenn man alle Hacks von SN64 zusammenzählen würde. Weil das Level ist wirklich große Klasse. Mushroom Mountains. Ja, das Ganze ist ein Klippenlevel. Im Pilzstil gehalten mit riesigen Pilzen. Und es hat sehr viele verschiedene optionale Wege. Es hat sehr herausfordernde Aufgaben, die aber nicht unfair sind. Es hat einen wunderschönen Grafikstil und es gefällt mir einfach als Gesamtpaket sehr gut. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, das hier mit euch zu spielen. Zunächst mal müssen wir ein bisschen hochklettern. Und hier haben wir direkt mal eine verschlossene Kanone. Ich weiß gerade gar nicht, wie man da reinkommt. Beziehungsweise wo der Bob Omb ist. Aber hier unten ist schon der erste Stern. Und da muss man sehr vorsichtig springen. Ist eigentlich nicht schwer, aber man muss halt aufpassen. Der Sprung ist ein bisschen eklig. Einfach nur minimal springen. Sehr schön. Das geht eigentlich klar, aber auf jeden Fall eine schöne erste Challenge. Und ich habe es nicht vorgelesen. Between the Cannons. Ah, okay. Wir sollen eigentlich zu so einem schwarzen Pilz gehen. Der ist, glaube ich, ganz oben im Level, aber naja. Ich entscheide spontan, was wir machen. Was sich halt gerade anbietet. Und wenn mir ein Stern ins Auge springt, dann werde ich nicht erst warten, bis wir die Aufgabe dazu bekommen. Dann hole ich mir den direkt. Wie jeder normale Spieler auch. Ich könnte alles chronologisch machen, aber ich finde das nicht so schön. Gerade die Freiheit zu machen, was man möchte, ist ja an SM64 so geil. Wir werden auch einige Aufgaben in die Zukunft verschieben wieder, weil sie erstmal zu schwer sind. Aber alles zu seiner Zeit. Okay, wir können jetzt rüberschießen. Hier auf diesem Fliegenpilz befindet sich der Wingcap Palace. Wir müssen uns aber dahin schießen. Zu dem einsamen Pilz. Und da oben links war auch schon der schwarze Pilz. Wo wir den Stern finden können. Der Warp zum Fliegenpilz befindet sich hier. Nicht so gut versteckt, aber ich sag mal, es ist der erste Switch Palace und dafür ist es auf jeden Fall ganz gut gelungen, das Versteck, finde ich. Denn viele Hackersteller übertreiben es mit den Secrets. Und auch Bro Dude übertreibt mit den Secrets teilweise. Wir werden später den Vanish Cap Palace finden. Und der befindet sich an einem Punkt, den man kaum selbst finden kann. Ich habe es selbst gefunden, aber erst nach stundenlangem Suchen. Aber dazu später mehr. Okay, wo sind wir überhaupt gerade? Ich glaube, hier geht es nach oben. Ja, sehr schön. Denn ganz oben auf den Bergen befinden sich einige Sterne. Da will ich nicht lang, ich will hier lang. Wieder über die Pilze. Wie findet ihr das Level? Ich finde es große Klasse. Also, schaut euch das an. Einfach der Ausblick. Wie schön das designt ist und wie abwechslungsreich. Die Grafiken sehen toll aus. Und es ist einfach ein Level, das könnte im Originalspiel sein. Muss man einfach so sagen. Und ich gehe gerade doch zum schwarzen Pilz, fällt mir gerade auf. Na gut, dann machen wir es halt. Ist da links eigentlich ein Red Coin? Aus reinem Interesse.
Ja, okay. Habe ich richtig in Erinnerung. Die dürfen wir später nicht vergessen. Aber wir haben schon 2 Sterne in diesem Level. Und da ganz hinten habe ich noch einen Stern gesehen. Und die Aufgabe hieß Path of the Black Shroom. Over the Windy Bridge. Ich weiß gerade nicht, wo diese Aufgabe ist, ehrlich gesagt. Vermutlich einfach da oben in die andere Richtung gehen. Aber das müssen wir gar nicht machen. Es gibt hier 2 ziemliche Geheimsterne. Der eine befindet sich auf einem Balkon. Nämlich da. Da kann man drauf kommen, wenn man sich umschaut. Aber es ist nicht so leicht. Und der andere befindet sich, ja, woanders. Ich will noch nicht spoilern, wo er ist. Den werden wir uns gleich holen. Wir sind quasi schon mal an seinem Versteck vorbeigelaufen. So viel kann ich schon mal sagen. Es leckt hier so minimal gerade, aber es hält sich in Grenzen. Deswegen lasse ich erstmal die Einstellungen so. Es kann vorkommen, dass die Performance von einigen Leveln nicht so gut ist. Das ist halt bei Hacks manchmal so. Da muss ich halt ein bisschen meinen PC einstellen darauf, dann geht das. Ziemlich lagfrei. Allerdings muss ich dann halt wegen der Synchronität noch gucken. Aber im Nachhinein kriege ich das beim Schneiden eigentlich meistens ganz gut hin, deswegen ist das nicht schlimm. Das hier kann ja nicht die windige Brücke sein eigentlich. Die ist ja nicht windig. Ich meine, es gibt ja tatsächlich windige Brücken, die kann man ja einbauen ins Spiel, beziehungsweise überhaupt Wind an sich. Muss ja nicht unbedingt bei einer Brücke sein. Die windigen Passagen. Okay. Hier muss man anscheinend noch in eine andere Richtung gehen können. Ich gehe mal wieder hier hoch und schau mal. Lol. Okay. Nehmen wir es hin. Ja, das ist ein anderer Weg. Okay. Genau, das ist die windige Brücke. Und das ist auch der Stern, den wir aus der Distanz gesehen haben. Und in der Tat, es kommt sogar Wind. Aber nicht allzu stark. Wow, das war knapp. Da war der Wind doch etwas stärker, wie gedacht. Aber ich lebe noch. Ah, er kommt halt ein bisschen unberechenbar. Aber ich hab's geschafft. Was ist denn da? Ach, guck mal. Da ist der Baum. Den habe ich, glaube ich, nie gefunden. Den braucht man nämlich eigentlich gar nicht dringend. Aber sehr schön, dass wir ihn haben. I prepare the cannon for you. Dankeschön. Den habe ich noch nie gefunden. Cooles Versteck. So, jetzt mich nur wieder hochkommen. Ah, hat funktioniert. Okay, sehr schön. Stern Nummer 9. Dann können wir jetzt mal zu den geheimen Sternen kommen, würde ich sagen. Secret of the Houseless Mountain, okay. Ja gut, den können wir gerne holen. Den hätte ich jetzt auch angepeilt, ehrlich gesagt. Ich finde diesen Stern sehr, sehr cool. Ich habe sehr gerne danach gesucht, weil das Devil hier so schön ist. Und ja, das hat dafür gesorgt, dass ich hier ein bisschen mehr Zeit verbracht habe als erwartet. Und da ich das Level sehr mag, habe ich das nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand es cool. Und das Secret ist auf jeden Fall sehr schön gelöst. Der Name des Sterns gibt auf jeden Fall Aufschluss darüber, wo der Stern ist. Und man kann das auf jeden Fall selbst finden. Inwiefern ist die Kanone jetzt praktisch? Beziehungsweise praktischer als die andere? Ah, ich kann mich jetzt hier hochschießen. Cool. Aber das will ich gerade eigentlich gar nicht machen. Aber gut, ich probier's mal. Ja, es geht. Okay. Jetzt bin ich zwar nicht da, wo ich hin wollte, aber ich habe es mal ausgetestet. Genau.
Hier an dieser Kante befindet sich ein bisschen Fliegenpilzmuster. Das soll einen skeptisch machen. Und wenn man hier runterspringt, dann kommt man zu diesem geheimen Balkon. Man kann ihn auch mit einem guten Seitwärtssprung plus Walljump erreichen. Zumindest ging das früher in der alten Redone-Version. Ob das heute noch geht, müsste man austesten. Fall back down. Ich denke mal, dass es gefixt hat. Wir können es mal ausprobieren. Würde mich auch mal interessieren. Ich finde die Musik auch sehr passend. Nein, ich bin tot. Oh Gott. Das war, glaube ich, der erste Tod, oder? Das war ziemlich erbärmlich. Naja. Was soll's. Auch das passiert mal. Denn die Flammen sind auf jeden Fall Roadhutes Lieblingshindernis. Das ist kein Geheimnis. Das wissen wir bereits. Und das macht seine Hex, finde ich, auch ein wenig schlechter, als sie sein müssten. Denn die Flammen können teilweise sehr nerven. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal den Weg, den wir jetzt die ganze Zeit gegangen sind am Anfang. Um zu der anderen Kanone zu kommen. Denn das Secret befindet sich bei dem Pilz, wo man sich hinschießen kann. Da in der Nähe. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, wir machen den Windcap Palace erst im nächsten Part. Dann können wir nämlich heute hier einfach hier ein bisschen im Level spielen. Und machen den Rest ein andern Mal. So, das Secret befindet sich hier irgendwo. In einer Öffnung, genau da. Sau das coole Geheimnis. Das hier ist tatsächlich der einzige Hügel ohne ein Haus. Deswegen Secret of the Houseless Mountain. Und ich habe sehr gerne danach gesucht und es hat auf jeden Fall ein schönes Erfolgserlebnis gegeben, als ich es dann endlich gefunden habe. Den kann man auf jeden Fall übersehen. So, was fehlt jetzt noch? Nur noch die Münzen, okay. Coins of the Mushrooms. Dann machen wir das als nächstes. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die ganzen Red Coins waren. Ich glaube, hier am Anfang war noch eine versteckt. Oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Genau. Sehr schön. Die hätten wir schon mal. Da ist ein geheimer Notenblock, den nehme ich auch gerne mit. Auch eine sehr schöne Textur dafür, finde ich. Diese Notenblöcke. Waren es nicht bei Star Road auch Notenblöcke? Ich glaube schon. Ich finde, es passt auch ziemlich gut dafür. Denn die Notenblöcke sind ja im Mario-Franchise normalerweise Sprungblöcke, von denen man abspringen kann. Und wenn man sie greift, dann springt man halt mit denen rum. Das passt irgendwie. Ich weiß nicht, warum man sich da bei Nintendo für so komische, hässliche Boxen entschieden hat, aber naja. Müssen die wissen. Ich finde die Notenblöcke auf jeden Fall eine schöne Idee. Ich glaube, ich habe schon eine Redcon übersehen. Wir haben erst zwei Stück. Die auf dem Steg habe ich mir genommen, gell? Genau. Ich bin nicht wie ein Vollidiot dran vorbeigelaufen. Haben wir hier irgendwas? Zwischen den Häusern kann man auch gut was verstecken. Ich bin jetzt auch mal pingelig mit den Münzen. Ich weiß nicht, wie viel es hier gibt. Ich glaube nicht allzu viel. Na komm schon. So, stirb. 34 schon. Und wir sind noch im Eingangsbereich vom Level. Ich denke, das kann man schaffen. Ja, verdammt. Die Kamera will hier nicht so wirklich mitspielen. Sonst hätte ich da jetzt gerade einen Seitwärtssprung oder so probieren können. Die Münzen will ich haben.
Aber komme ich hier wieder hoch? Ja, okay. Dann haben wir die auch. So, den Luma will ich auch noch. Und den Lucky Two auch, wenn er mal zu mir kommt. Ich glaube, die eine Münze geht verloren. Die zu holen wäre sehr riskant. Wobei, ich muss eh nochmal runter, weil ich hier die Redcon übersehen habe. Ah ne, ich habe sie gar nicht übersehen. Da kam man nur von oben dran. Okay. Nevermind. Dann ist ja alles gut. Ich war gründlich. Ist hier hinter eine? Oh, die ist böse. Da war ich mir nicht mehr sicher. Die kann man natürlich leicht übersehen. Die Hälfte der Münze haben wir schon. Fehlen noch 50. So, da hoch. Die meisten Red Coins sind, glaube ich, eher auf dem Berg. Also ganz oben drauf. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir erst 3 Stück haben. Hier sogar 4. Okay. Also 3 Stück sind mindestens da oben. Ich denke, wir haben sie alle bisher. Ich bin jetzt doch ziemlich zuversichtlich. Wenn nicht, dann werden wir es schon merken. Früher oder später. Na komm. Fliege mich rein. Mach den Fehler. Na, er will nicht. Na gut, dann halt später. Jetzt vielleicht? Danke sehr. So, die Münzen gehen alle verloren. Schade. Aber wir waren ja bisher sehr gründlich, deswegen ist das nicht schlimm. So, das Nummer 5. Ich denke, wir kriegen alle. Autsch. Da ist noch ein Notenblock. Und da sind nur noch einige Boxen und so. Ich denke, um Münzen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber hier hinter könnte was sein. Nein, das ist nix. Okay. Das ist ja freundlich. Haben wir hier irgendwas? Auch nicht. Genau, da musste man sich fallen lassen. Und von dem kriegen wir nochmal 5 Münzen. Und hier nochmal 5. Wunderbar. Ich finde es eigentlich ganz schön bei SN64. So ein Kurs passt meistens sehr schön in einen Part rein. So kann man die quasi nacheinander abarbeiten. Das geht zwar nicht immer, aber relativ oft und das ist ziemlich angenehm. Muss man sich keine Gedanken darüber machen, wie man die Parts einteilt. Guck mal. Den Wasserfall hat er ja schön gelöst. Direkt unter dem Zaun. Sehr schönes Detail. Das gefällt mir. 2 Stück brauchen wir noch. Also, bei eines wissen wir ja schon. Die andere dürfte da auch irgendwo sein, denke ich mal. Ja, ich kürze halt nicht ab. Wenn es nicht geht, dann halt wieder hier hoch. So, und in die Richtung. Ach, wobei. Ist da eine Red Coin? Ah, sieht nicht so aus. Ich glaube, wir haben einen übersehen. Tatsächlich. Nee, doch nicht. Okay, wir haben sie alle. Sehr schön. Und Stern Nummer 12. So, den Text werde ich nicht jedes Mal vorlesen, macht ja keinen Sinn. Dann haben wir schon dieses wunderbare Level im zweiten Part abgeschlossen. Schade eigentlich, aber naja. Immerhin ein bisschen Fortschritt. Aber noch haben wir ja nicht den letzten Stern. Wir müssen ja auch noch lebend darunter kommen. Da hat man schon auf dem Fliegenpilz die Röhre gesehen.
Die führt dann zum Wingcap Palace. Ach, okay, es wird einfacher als gedacht. Na komm, Shy Guy. Du hilfst mir doch nach unten. Ja, oder so. Ich wollte eigentlich auf ihn drauf landen, aber er wollte mich einfach mal ermorden. Wie auch immer, wir sind unten und können uns jetzt den Stern holen, wenn wir wissen, wo er ist. Ah, da oben. Wie kommt man da hoch? Triple Jump, okay. Stern Nummer 13, das bringt auch Glück zum Ende des Parts. Nicht. Coins of the Mushrooms. Und 7 Leben. Okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss.